Die US-Regierung unter Präsident Bush hat nach den Terroranschlägen vom 11. September Verdächtige und Gefangene foltern lassen. Zu diesem Schluss kommt eine überparteiliche Kommission in Washington. Es sei unbestreitbar, dass Bush im Straflager Guantanamo, in Afghanistan und im Irak brutale Verhörmethoden ausdrücklich erlaubt habe. Gefangene dort seien grausam, unmenschlich und entwürdigend behandelt worden, stellte die Kommission fest.